Ohne meine Sachen habe ich gegen Ivy keine Chance. Ohne sie wäre ich nackt. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum oder heute auch zu Catwomans Action, zu, keine Ahnung, berge die Ausrüstung aus Catwomans Apartments und das ist da drüben, wie wir sehen. Wurde schon markiert sogar. Das heißt, die müssen nur in das Apartment kommen. Das weiß ich aber gerade nicht. Moment. Kann man da hoch? Ah, okay. Genau, so ging das. Nice. Und mit Catwoman kann man sich nämlich auch hier auf den Dächern bewegen. Im Open-World-Style und so. Das ist quasi so ein bisschen so ein Zusatz, wenn eben Batman gerade mal verhindert ist. Wie eben in diesem Fall. Mal gerade gucken. Laufen wir denn in die richtige Richtung? Irgendwie sehe ich das. Ach, da vorne ist es. So. Zack. Und wir können mit der Katze natürlich auch super athletisch da diese ganzen Dinger erklimmt. Das Geile ist natürlich bei Catwoman, es ist einfach ein bisschen anderes Steuerungsprinzip. Wir sind im falschen Team. So, wir können nämlich mit der auch anders kämpfen. Ich werde das gerade mal zeigen. Wer hat Catwoman hier reingelassen? Tja, Freunde, ihr braucht mich nicht reinzulassen. Ich mache euch einfach mal fertig, ey. Ein Kampf! Bam, Junge! Zack! Oh oh, da habe ich eine abbekommen. Catwoman kann man nämlich, glaube ich, auch aufrüsten. Und zack. Jetzt am Anfang haben wir natürlich noch nicht alles freigeschaltet und so. Nichtsdestotrotz ist das bei Catwoman möglich. Und ich finde es ganz cool, dass sie sowas reingepackt haben. Weil es halt so ein bisschen, ja, das Gameplay zwischendurch mal auflockert und so. Gerne hätten sie das auch mit Robin machen können, aber da bin ich ja mal gespannt, ob das vielleicht in dem nächsten Teil jetzt, in dem jetzt Origins, Vorsicht, ob das da so wird, dass man eben auch mit Robin... Alter, One-Hit! Läufst drauf zu, gibst dem einfach einen Kick, das war's. Trittst ihn einfach voll aus dem Bild. Catwoman ist halt so ein bisschen agiler, also man kann mit der, glaube ich, weiß nicht, ob man... Kann mit der wieder Ende lang gehen? Nee, ne? Nee, aber sie kann sich halt so festhalten. Und ist halt ein bisschen kleiner, ein bisschen wendiger als Batman. Das macht manche Sachen auf jeden Fall einfacher. Und ich finde sie sehr cool animiert, muss ich sagen. So, was haben wir denn hier? Warte mal gerade. Gerade hier kurz schauen. Da haben wir auch ein Fragezeichen, aber ich glaube, da kommen wir nur... Ja, da kommen wir so nicht dran, schade. Catwoman hat nämlich auch eigene Fragezeichen, die sie benutzen kann. Und hier sehen wir auch nochmal eine Funktion von ihr, die hat diesen Katzenspürsinn. Der ist ein bisschen anders als der Sinn von Batman, das ist eine ganz, also ein bisschen andere Ansicht. Und ja, damit werden noch ein paar Sachen später auch geklärt. Da gibt es noch ein paar Zusätze. Also zusätzlich zu Batmans Fähigkeiten sind da, glaube ich, noch ein paar andere Sachen. Wieso sollte Joker wollen, dass ein Kirchendach gesprengt wird? Komm ey, ich kämpfe so gern mit Catwoman, bevor wir gleich die Mission schon wieder geschafft haben. Gehen wir nochmal da runter und machen die Typen da fertig. Mit der lohnt es sich vor allen Dingen, wenn man mit Batman viele von ihren roten Fragezeichen gescannt hat, lohnt es sich vor allen Dingen mit ihr durch die Stadt zu spielen, weil solange man in diesem Modus ist, kann man die grünen Fragezeichen kann man nicht aufsammeln mit ihr. Die sind halt nur für Batman bestimmt. Zack. Und hier sind überall die Typen, die warten hier gerade. Sollen wir die mal platt machen? Mist, was ist passiert? Was macht die hier? Komm, die machen wir alle mal platt, die Penner. Die können doch gar nichts. Einer hat mal irgendwie gesagt, dass im Kampf, also dass ihm im Kampf ein bisschen stört, dass sie immer so lange Wiege zurücklegt, bis sie als bis zum nächsten Mal kommt. Also bis zum nächsten Gegner kommen. Das stimmt, das ist halt super unrealistisch und nicht so, wie soll ich das sagen, nahkampfmäßig wie beim ersten Teil. Ich muss allerdings sagen, dass ich dadurch, dass sie eben so lange Wege zurücklegt, wenn man dann eben auf den nächsten zielt und dann halt ihn kickt, dass man dann eben ein flüssigeres Kampferlebnis hat. Und das finde ich schon wichtig. So. Wir müssen immer noch dahin. Ich glaube, ich habe mich einfach ein bisschen... Ja, ich bin komplett in eine andere Richtung gelaufen. Ich wollte ein bisschen mit ihr erkunden, aber es lohnt sich eigentlich erstmal am Anfang nur mit Batman. Und dann kann man später mit Catwoman halt... Ah, wieder! One hit! Nice! Kann man später wieder mit Batwoman... mit Catwoman durch die Stadt ziehen.
Catwoman ist halt eine komplett andere Geschichte. Und ich glaube, mich auch daran zu erinnern, dass es mit Catwoman auch später eine etwas, ja, eine schwierigere Entscheidung gibt. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Ach, das Spiel ist so geil, Freunde. Ohne Witz. Guckt euch mal die ganzen Lichteffekte an. Bei manchen Spielen finde ich es da wirklich übertrieben. Hier finde ich das von der Atmosphäre her einfach so geil. So. Und jetzt sind wir doch bald da, oder? Jetzt dürften wir bald in der Nähe sein. Ich tingle halt manchmal ein bisschen gern durch die Gegend, Leute. Also beim Let's Play nicht daran stören, wenn ich mal ein bisschen länger zu einer Position brauche. Dann mache ich das meistens halt, um so ein bisschen die Gegend zu erkunden und ein bisschen mehr vom Spiel mitzunehmen. Wie sollen wir denn überhaupt rausfinden, wo sie lebt? Huch. Two-Face meinte, es sei hier irgendwo in der Nähe. Na und? Woher will er das wissen? Was fragst du mich das? Ich stelle seine Entscheidung nicht in Frage. Das solltest du auch nicht tun. Ich weiß. Wieso ist er auf einmal so verdammt angepisst? Lass mich nachdenken. Vielleicht, weil Catwoman ihn über einem Säuretank hat hängen lassen? Wirklich? Ja, er hatte sie genau da, wo er sie haben wollte, als die Schlampe sich befreit hat. Im Ernst? Wieso habe ich davon nichts mitgekriegt? Vielleicht liegt's daran, dass du die Hälfte deines Lebens diesen Dosenmist frisst und die andere Hälfte auf dem Klo verbringst. Ja, damit stimmt irgendwas nicht. Dann habe ich einen Vorschlag. Hör auf, es zu fressen und finde raus, wo Catwoman sich versteckt. Geil. So, wir können nämlich als Catwoman, das ist diese Fähigkeit, wir können nämlich über den laufen, an diese Decke, das ist richtig cool. So als leiser Ausschalter. So, Moment, kann man auch Kampf-Doppel-Ausschalten machen jetzt? Nee. Aber egal. Wir nehmen die einfach direkt. Machen die einfach mal fertig, die Typen hier. Bam! Die einfach mein Versteck finden wollen, ey. So geht's ja nicht, Freunde. Two-Face-Leute sehen übrigens relativ hässlich aus, muss ich sagen. So, Apartment betreten. Okay, wir sind anscheinend schon da. Also, sie waren relativ nah dran, zumindest die Jungs. Ich frage mich nur gerade, wie die reingekommen sind. Gibt's hier irgendwo eine Tür? Gibt's doch, obwohl, ja gut, das Tor hier, aber da kommst du nicht durch. Antippen Diebesvision. Und wir sehen halt hier, wo die Katzenpfötchen sind, oder diese Krallendinger sind. Da ist dann meistens was, was sie halt aktivieren kann. Und das wird dann das Apartment sein. Schön, zu Hause zu sein. Zack. Huch, warten wir jetzt kurz drauf. Ah, jetzt hat sie alles, oder was? Fußangeln. Eine Antipersonenwaffe, die auf den Boden geworfen werden kann und jeden, der darüber läuft, bewegungsunfähig macht. Also im Prinzip wie so Krähenfüße. Bolas. Eine Projektilwaffe, die eingesetzt wird, um Gegner umzustoßen, benutze die Schnellfeuersteuerung, um während des Kampfes drei Bolas einzusetzen, ohne dabei Kombo zu verlieren. Okay, Selina, Zeit, Ivy zu suchen. Hoffentlich hat sie mir verziehen. Natürlich hat sie das. Die weiß gar nicht, was nachtragend heißt. Okay, das ist die Peitsche, das sind diese Bolas. Okay, das ist cool. Und das sind diese... Diese, sag jetzt mal, sehen aus wie Shurikens. So, mit einem Sprung an die Decke können wir wieder hochkatapultieren. Und hier können wir wieder durch. Also, das gibt auch noch später ein bisschen, was das Rätselsuchen angeht, auf jeden Fall nochmal einen Kniff. Und wir müssen jetzt zu Ivy, die befindet sich da hinten. Catwoman will den Tresor aufkriegen. Sie hat mal wieder nichts anderes zu tun eigentlich, als eben den Tresor zu öffnen. Das ist nun mal ihr Handwerk, das Liebeshandwerk. Ich finde sie in dem Spiel auch mega cool gestaltet, muss ich sagen. Das Gesicht ist zwar ein bisschen, also, ja, weiß ich nicht, ein bisschen komisch gehalten. Vor allem finde ich es komisch, dass sie die Brille halt nicht normal trägt. Das finde ich ein bisschen komisch. Aber naja. Wir sind hier wahrscheinlich gerade einfach so in einem Gefängnis. Da brauchst du dich nicht zu verstecken. Die Typen da unten nehmen wir mal mit, würde ich sagen. Wie sie sich auch so fallen lässt, ist geil. Zack. Vor allem endlich mal wieder eine starke Frau in einem Computerspiel finde ich sowieso immer ganz gut. Tomb Raider mag ich ja deswegen auch ganz gerne. Bam! Und ich finde die Bewegung von ihr einfach mega geil, wie sie mit den Saltos hier einfach rumjumpt. Kuss und zack auf den Boden. Probieren wir das mal gerade aus. Damit kann man die Waffe. Jetzt haben wir Krähenfüße. Und dann, bam, knocken wir den um. Sehr schön. So. Amüsiermeile. Wir können uns wahrscheinlich... Lol, warte mal.
Kann man damit auch die Dinger kaputt machen? Oder geht das gar nicht? Warte mal gerade. Das war X, ne? Ja, das geht. Es gibt nämlich halt diese Kameras hier. Und dann wird dann auch immer gesagt, Kamera in Bezirk, was weiß ich nicht, ist ausgeschaltet worden. Alle Gefangenen werden in regelmäßigen Abständen psychologischen Untersuchungen unterzogen. Widerstand dagegen wird nicht toleriert. Ah, noch ein warmer Tag im Paradies. Ja, so warm sieht's hier nicht aus, ne? Da vorne sehen wir schon unser Ziel. Ja, das muss Ivy sein. Da sind überall diese geilen Pflanzen drumherum. Und wir wollen eigentlich nicht mehr lang fackeln und wollen da mal zumindest vorbeischauen. Erstmal hier rüber. Es ist Catwoman! Hey, Freunde! Was geht's? Bin ich mit dir fertig, erkenne ich deine Mutter nicht wieder. Welche Mutter, mein Freund, ey? Ich bin doch von der Katze aufgezogen worden. Und? Special-Angriff? Nice, Alter. Hammer nice. Bam. Geil. Mit der macht auch der Herausforderungsmodus viel Spaß, finde ich. Werden wir später auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren. Werde ich in Arkham Asylum übrigens auch noch machen, den Herausforderungsmodus. Wobei es jetzt relativ schwierig sein wird, mich wieder an die alte Sachen zu, an die alte Steuerung zu gewöhnen. Aber so ist es nun mal. Ich will hier keinen Kämpfen aus dem Weg gehen übrigens. Tod alles übernehmen? Wir werden das hier nicht alle verkloppen, die wir können. Was zum Teufel treibt die hier? Was zum Teufel treibt die hier? Das werdet ihr noch früh genug erfahren, was ich hier treibe. Erstmal gibt es eine dicke Keilerei. Die sich gewaschen hat. Arkham City wird bam, der Ort sein, bam, du bam. Zack, und ein Tritt in den Nacken. Catwoman ist auch ein bisschen agiler und schneller als Batman. Dafür hat sie halt nicht so eine mega Kraft und hat auch nicht so viel Leben. Aber wir haben jetzt Stufenaufstieg, das heißt, wir können auch mit ihr die Sachen halt aufrüsten. Wir könnten jetzt aber auch Aufrüstungspunkte auf Batman machen, aber wenn wir gerade mit der Katze unterwegs sind, würde ich sagen, setzen wir auch mal ein bisschen was bei ihr ein. Wir nehmen den Kampfpanzer. Das ist immer wichtig, wenn uns Kämpfe erwarten, dass wir nicht direkt nach dem ersten Ding kaputt sind. So, haben wir ein bisschen mehr Zeit dafür. Die Jungs hier ruhen sich eine Runde aus. Moment. Und da vorne ist unser Ziel. Arkham City wird von Tigerwachen gesichert. Nähern Sie sich nicht der Mauer. Na, was haben wir denn da Feines? Seltsame, völlig fehlplatzierte Pflanzen. Check. Willenlose, hypnotisierte Handlanger. Check. Der ach so subtile Duft faulender Kürbisse. Check. Sieht aus, als hätte ich den Eingang zur Ivys Höhle gefunden. Die Synchronstimme finde ich auch ziemlich cool. Muss ich sagen. So, Vorsprung ausschalten. Wir können also auch mit ihr relativ heimlich die Leute am Vorsprung ausschalten. Ist nur gerade ein bisschen... Der guckt gerade nicht, aber ich glaube, der dreht sich gleich wieder um. Guck mal gerade, der da oben. Okay. Der da hinten macht so eine andere Runde. Ah, das ist perfekt. Moment. Oder? Der dreht sich jetzt doch um. Shit. Kommt der andere dann auch wieder zurück? Das wäre jetzt nicht so Premium. Ansonsten könnte ich den nämlich... Ja, das passt, das passt, das passt. Zack. Was zum... So, lieber mal ein bisschen verstecken. Und die beiden jetzt vielleicht sogar doppelmäßig ausschalten. Wenn wir hier schon sind. So, die wissen noch nichts von ihrem Glück. Und den nächsten erwürgt. Und jetzt direkt weiter zum nächsten. Bevor der uns irgendwie sieht. Und zack, sehr nice. Übrigens diesen Rauch, den ihr jetzt genau da seht, das ist quasi die Hypnose, die Ivy über sie hat. Also Ivy hat ja diese ganzen Giftstoffe von den Pflanzen und so. Und das ist so halt ihr Mittel, um die Männer gefügig zu machen. Das wird wohl irgendein Aphrodisiak sein. Wir gucken uns das Gebäude hier nochmal an. Das ist irgendein Hotel und Ivy hat es zu einem Pflanzen, zu einem botanischen Garten gemacht. Die Außenmauer übrigens da drüben, wollte ich nur mal gesagt haben, wenn ihr das hier hinten seht, das werden wir später mit Batman noch scannen können. Aber ihr seht, dass da hinten die ganzen Pflanzen und sowas auf dem Turm sind und sowas. Also das sollen Pflanzen sein. Das ist nämlich die Insel Arkham Asylum aus dem ersten Teil. Finde ich irgendwie ganz cool, dass wir das von hier aus noch sehen können. Ich denke mal, das haben sie aber auch extra gemacht, damit man eben
damit einfach noch eine Verknüpfung hat zum alten Teil. So. RT und A halten und nach unten zu schwingen. Okay. Sehr geil. Wie behende sie da rumgeht. Und das sind solche Fragezeichen, die ich meinte. Die kriegt man halt nur mit Catwoman. Und nicht mit Batman. Also selbst wenn man die mit Batman findet, kann man die nicht aufheben. Und genau umgekehrt ist es halt auch mit den grünen Fragezeichen. So. Dann schauen wir mal. Ich hoffe zumindest, dass wir... Ah, okay. Hallo, Ivy. Du bist du hier? Hättest nicht herkommen sollen. Was ist los, alle? Ach, komm schon. Du willst mir das doch nicht bis zum Ende aller Tage vorwerfen, oder? Du hast sie alle getötet. Es waren nur Blumen, Ivy. Ich werde dir ein paar neue kaufen. Ich kenne einen Laden, der... Geil. Oh, was kommt jetzt? Ach, komm schon. Können wir nicht einfach... Anscheinend nicht. Oh, um Himmels Willen. Lol. Tja, da schärft sie sich schon mal ihre Krallen, die Catwoman. Jetzt wird gekämpft, Freunde. Hey, Pammy, ich hab eine Idee. Wenn du unbedingt einen Freund willst, versuch's doch mal mit ausgehen. Ach, vergiss diesen Voodoo-Scheiß. Das ist ein richtig guter auch am Start. Aber das hilft ihm auch nicht. Was ist das Feuermelder? Ich habe Wochen darauf verwandt, die Gifte zu perfektionieren, die deinen fleischigen Körper zerstören werden. Glaubst du wirklich, dass du Mutter Natur besiegen kannst? Zack, zack. Nicht so schnell, mein Freund. Nicht so schnell. Vor allem, man sieht auch, die hat... Ivy zählt überhaupt nicht auf irgendeine bestimmte Handlangergruppe. Die macht einfach eine aus... Eine Milliarde von Mikroorganismen kann einfach aus allem quasi willenlose Sklaven machen. Spuren werden wachsen und das Blut in deinen Adern ersetzen. So lange, bis all dein Fleisch durch Rinde ersetzt wurde. Okay, Ivy, wir wissen es mittlerweile. Sind wir Alter, jetzt die ist hart fertig, drauf. Ivy? Ich wollte nur reden, mehr nicht. Wenn du noch atmest. Ich finde ihre Coolness so geil. Sie ist stur, das muss ich ihr lassen. Die Natur ist schneller als du, Selina. Meine Spuren werden deine Lungen füllen und dich von innen her töten. Oh, da haben wir einen Erfolg bekommen. Bam, Junge. Und damit haben wir das geschafft. Hör zu, ich brauche deine Hilfe, Rotschopf. Niemals. Nicht schon wieder. Du hast vielleicht Nerven, Selina. Oh oh. Jetzt wird wieder gewechselt, glaube ich. Yes. Oh, hallo. Ach du. Los, komm her, Harley. Aber ich will wissen, wer er ist, Schatzi. Keiner ist der, für den er sich ausgibt, Süße. Wozu den Spaß verderben? Es war alles gelogen. Und du bist überhaupt nicht krank. Nett, dass du das sagst, aber du müsstest es eigentlich besser wissen. Ich bin ganz schön krank, mein Freund. Nehmen wir nur mal mein Blut als Beispiel. Wünschte, jemand würde es nehmen. Es bringt mich noch um, dieses Zeug. Kann mir doch egal sein. Nicht ganz, denn ein klitzeklein bisschen von mir steckt jetzt auch in dir, Bats. Ach komm. Ach du Scheiße. Sag nicht, dass du das nicht schon immer wolltest. Hör zu, uns läuft langsam die Zeit davon. Ich brauche deine Hilfe. Ich hatte das Heilmittel schon fast. Ich war ganz nah dran. Doch man hat's mir weggenommen. Dann sterben wir also beide. Das ist es mir wert. Ach ja? Stell dir vor, du stirbst, obwohl du weißt, dass es Gotham schon bald genauso ergehen wird. Wovon redest du überhaupt? Oh, hab ich das nicht erwähnt? Ich habe die letzten Wochen damit verbracht, Proben meines Blutes in sämtliche Notaufnahmen der Stadt zu bringen.
Dann ist das Protokoll 10. Gotham wird vergiftet. Ich hatte irgendwie mehr erwartet. Protokoll 10? Noch nie davon gehört. Gut festhalten. What the fuck? Du hörst von mir. Alter. Autsch. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. What the fuck? Ich höre. Na, fühlst du dich etwas abgespannt? Was willst du? Ach, Bats, Kopf hoch! Ich töte dich nicht. Ups! Wo ist das Heilmittel? Wer hat es? Ich habe unseren kaltherzigen Mr. Freeze mit der Herstellung beauftragt. Aber er ist untergetaucht. Ich finde ihn. Darauf wette ich! Alter, erstmal das Smartphone, das du hattest, ist ihm einfach zu alt, das Ding, weißt du, er braucht lieber sein Technology-Ding da. Oh Mann. Alfred, Joker hat mich vergiftet. Möglicherweise auch ganz Gotham. Mr. Freeze hat das einzige Heilmittel. Worauf warten Sie denn noch? Er ist in Arkham City. Finden Sie ihn. Wenn es so einfach wäre. Er wird da sein, wo es kalt ist. Er braucht Temperaturen unter Null, um überleben zu können. Ich will Sie ja nicht entmutigen, aber da draußen herrscht gerade Winter. Habe ich bemerkt. Die Kapuze ist so kalibriert, dass sie Wärmesignaturen ortet. Charakterbiografien freigeschaltet, Mr. Freeze. Ich werde es euch, wie gesagt, wieder aufmachen. Damit ihr das durchlesen könnt. Aber wir haben ja beim letzten Mal habe ich es ja schon durchgegangen, wer Victor Freeze ist. Dass er eben Batman dafür schuldig macht, dass seine Frau tot ist. Und er will sie ja quasi daran hindern zu sterben, indem er sie in so einer Kammer da, in so einer Kältekammer aufbewahrt und so. Die werden wir in diesem Spiel wahrscheinlich auch noch finden. Ich weiß nicht genau. Wir müssen ihn jetzt finden und wir stellen jetzt quasi alles auf kalt. So. Finde Mr. Freeze und berge das Heilmittel. Ja, wie wir schon gesehen haben, Batman hat ganz schön Scheiße am Dampfen in dem Sinne jetzt. Wobei Dampfen ist das falsche Wort. Und zwar wurde er vergiftet und ja, Joker tut natürlich mal wieder alles, um ganze Pläne oder ganze Städte in Angst zu versetzen. Aber wir werden das schon irgendwie hinbekommen. Ich meine, hallo, wir sind Batman-Freunde, ja. Auf jeden Fall, dafür ist jetzt erstmal hier, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und beim nächsten Mal geht es dann weiter mit unserem lieben Herrn Dunklen Ritter. Batman, mach's gut, ne? Bis nächstes Mal. Oder? Was sagst du dazu? Ciao!